Ein wunderschöner Rabauken. Ich befinde mich gerade in Berlin, denn ich hatte gestern einen Dreh für zwei unterwegs. Und jetzt fahren wir nach dem lieben Marco, denn da werde ich ein Waschbecken montieren. Und ich bin gespannt, wie es da so aussieht. Ich freue mich auf den Tag. Los geht's. Ich bin richtig aufgeregt, dass es jetzt zu Marco geht. Weil ich habe so einen kleinen Fangirl-Moment, sage ich es so, wie es ist. Ich mag ihn total und er setzt sich auch für das Handwerk ein. Ich bin ein bisschen nervös, ihn kennenzulernen. Und ich bin ein bisschen nervös, das Waschbecken anzubringen, denn so viele Infos habe ich nicht bekommen, außer ein Bild, was das für ein Waschbecken ist. Das war's dann. Ich habe minimalistisch gepackt. Ich habe eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber bei. Ich habe mehrere verschiedene Schraubenarten mitgenommen und wir schauen mal, wie es wird. Ne? Wir lassen uns einfach überraschen. Natürlich, ich gucke mir natürlich die YouTube-Videos von Marco an. Ja, ich bin hier größter Fan. Ich habe das auf YouTube natürlich schon verfolgt und gesehen, aber ich glaube, wenn ich das live sehe, wird das Gelände nochmal ganz anders aussehen, viel größer wahrscheinlich. Und ich werde mir das Ganze auch anschauen, denn ich habe gehört, er hat angebliche Probleme mit der Statik, dass das angeblich einbrechen würde. Das schaue ich mir als Handwerkerin mal an. Ja? Aber was ich so gesehen habe, so schnell einbrechen wird das Gebäude auf keinen Fall. Der Marc ist gerade am Wickeln. Man muss natürlich mit Kind öfters Pause machen. Sie ist tatsächlich nicht so der Fan von Autofahren, leider. Also sie ist jetzt kein Kind, was mal eben schnell einpennt. Aber ansonsten, also sie macht das ganz gut. Ich glaube, sie wächst ja so langsam rein mit dem Reisen. Wir versuchen sie ja echt immer mitzunehmen, dass sie so ein bisschen was von der Welt auch sieht. Und genau, es klappt eigentlich ganz gut. Man muss immer ganz ruhig bleiben, ne? Aber es ist schon anders. Vor allem, was man alles braucht. Ne? Kinderwagen, mehrere Bodies, Wickeltasche, Windeln. Flasche, das ist alles schon herausfordernd, aber wir rocken das, ne? So, wir sind angekommen, Freunde, Abendsonne. Ich dachte schon, ich lebe auf dem Dorf, aber der Marco, der lebt auf dem Dorf. Also hier geht mein Herz auf. Ich würde hier tatsächlich sehr gerne wohnen, weil ich habe ja das Gefühl, das ist ein ganz großer Spielplatz. Hier darf man machen, was man will und man stört keinen. Wir sind hier bei der Firma Nordvolle. Hier sieht man unsere neu gebaute Halle. Der Marco ist jetzt kurz nicht da, er kommt bald und wir schauen mal rein, wie unsere Bettdecken produziert werden. Du zeigst mir das also. Ich zeige ja, ich dir spannend. Und dann kannst du das selber machen. Ach was? Ja, du kannst selber eine nähen und dann mit nach Hause nehmen. Dann hast Ach du was? Oh, da freue ich mich aber. Ich habe immer Angst, dass man sich im Finger näht. Hast du schon mal Finger genäht? So ein bisschen in die Haut. Es gibt Leute, die haben sich tatsächlich schon in den Knochen reingenäht, das ist dann nicht so schön. Aber ich bin mir sicher, wenn du mit solchen Sachen wie Waschbecken und so arbeitest, dann bist du gewohnt aufzupassen auf deine Finger. Ja. Das schaffst du, ohne dich zu verletzen. Nee, immer ist toll, dass du so positiv an die Sache rangehst. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber wir sehen mal, wie es wird, ne? Zu Beginn wird eine Bettdecke gesteppt. Das macht diese Maschine hier. Siehst du, hier kommt und, schon eine okay, raus. Und das ist dann die Wolle hier, ne? Ja, das ist vom Schaf. Wolle von ne? deutschen Schafen ja. zwischen zwei Baumwolllagen. Ah, okay. Und das ist dann so eine Ganzjahresdecke? Oder? Nein, das ist eine Sommerdecke. Das ist eine Sommerdecke. Und ihr macht aber auch Winterdecken wahrscheinlich, ja. oder? Ja, die Winterdecken sind dann doppelt so. Die, genau, diese Schicht wird dann doppelt genommen. Und was ist der Vorteil von so einer Decke, von so einer Wolle? Und der Vorteil ist, dass man ein unglaublich gutes Klima hat, wenn man darunter schläft. Es ist einerseits warm, aber man schwitzt nicht. Ein bisschen unabhängig davon, wie kalt oder heiß es draußen ist, man ist einfach richtig gut klimatisiert. Die Temperatur, ja. Hier kann dir die Jenny zeigen, wie das gesteppt wird. Sie ist dafür verantwortlich. Also, was passiert hier jetzt? Hier passiert jetzt nur das Steppen. Genau. Richtig? Hier wird jetzt erstmal nur gesteppt. Und dann wird sie gekappt. Dann wird sie quasi. Abgeschnitten, genau. Und dann wird sie wahrscheinlich noch umsäumt, richtig? Dann wird sie noch umsäumt, genau. Das dann ist die Decke ready. Dann ist sie fertig. Das geht ja schnell, oder? Ja, wollen wir dann mal auf den Knopf drücken? Wir drücken auf den Knopf, na klar. Darf ich drücken? Darfst du? Diesen Knopf drücken. Das bedeutet nämlich, dass sie die Decke abschneidet. So, jetzt ging genau. Tja. Da ist sie, die Decke. Und jetzt gehe ich mit der Decke rüber in die Näherei. Wahrscheinlich wird es jetzt umsäumt. Das machen wir jetzt an dieser Nähmaschine. Okay. Wir haben jetzt erstmal eine
Bettdecke vorbereitet, die ist ein bisschen kaputt, an der kann man üben. Ah, okay. Ja. Das heißt, jetzt kannst du erstmal was probieren, ohne Angst zu haben, soll das etwas jetzt kaputt. Machen? Ja, das sollst du jetzt wirklich machen. Du machst das. Mir gefällt mir das, oder? Ich zeige dir jetzt mal, wie der Anfang geht. So, und jetzt guck mal, diese Maschine hat hier ein Messer. Ja. Sie schneidet gleichzeitig ein Messer. Ja, natürlich. So, und jetzt müssen wir. Also, das heißt, wenn ein Finger da, dann ist der Finger ab, ne? Ja, das sollte man nicht machen. Ey. Ja, genau. Guck mal, diese Linie hier. Jetzt versuchen wir das immer hier so einfach entlang der Naht zu nähen. Wie schnell du das machst. Nein, meine Mama hat mir jetzt nie das Nähen beigebracht, weil ich auch kein Interesse hatte. Aber meine Oma, die ist 95 und die hat, bis sie 80 war, tatsächlich als gelernte Schneiderin gearbeitet. Das war die Beste. So witzig, ne? Ich habe Bohrmaschine und Bagger und so. Ich habe Angst vor einer Nähmaschine. So. Jetzt ist richtig, jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Ich fange für dich an, weil das ist ein bisschen anspruchsvoll. Ja, anspruchsvoll ist nicht so mein Ding. Ich bin nervös. Das hätte ich heute Morgen auch noch nicht gedacht, Freunde. Ich dachte, ich komme jetzt im Waschbecken an. Das Dinge, die ich kann. Weißt du? Okay. Jetzt muss ich eine Decke nähen. Ich darf eine Decke nähen. Meine, wer kann schon sagen, der hat bei Marco Nordwolle eine Decke genäht, ne? Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Kann sich nur um Stunden handeln. Ich muss ja gucken, dass ich keine Falte habe. Ich will ja auch keine Falten in meiner Decke haben. Ja, also natürlich ist Schneider, Schneiderin, es ist auch ein Handwerk, aber das muss schon alles passen, Freunde. Ja, das ist auf jeden Fall eine viel feinere Arbeit, obwohl wir auch feinere Arbeit haben, wenn wir Badezimmer machen und Fertigmontage machen. Badezimmer, was 40.000, 50.000 Euro gekostet hat, ist das auch jetzt keine grobe Arbeit, aber trotzdem ist es halt anders, ne? Ich würde jetzt auch sagen, dass dir schon irgendwann, wenn du den ganzen Tag hier sitzt, glaube ich, auch schon der Rücken wehtut. Aber es ist jetzt nicht körperlich so natürlich ganz anders, als wenn ich jetzt ein Bad auseinanderreiße. Aber die Konzentration, das ist anders. Guck mal, wenn du jetzt um die Ecke rum bist, dann hast du eine lange Strecke und kannst versuchen, vielleicht ein kleines bisschen mehr aufs Gaspedal zu drücken. Ne? Genau, weil jetzt hast du langsam die Routine. Das sieht ja alles toll aus. Schau mal, da sieht ja auch die Ecke jetzt wieder richtig gut aus. Oh ja, siehst du? Ich habe es nämlich strammer jetzt gezogen. Vielleicht lag das da dran. Mhm. Ich denke mir so, boah, ich bin jetzt richtig schnell. Und sie so, gib mal Gas. Jetzt pass mal auf, du. Hier. Ja, guck mal. So, habt ihr das gesehen? Puh, das ging mir gerade kurz der Stift. Jetzt klingt das so. Jetzt klingt das richtig wie so eine Näherin, oder? Genau, wie das klingen soll. Ja. Jetzt Ende? Ja, ja. Jetzt kommt hier der Profi dran. Ey, also muss ich sagen, hätte ich nicht mitgerechnet. Da kannst du wirklich stolz auf dich sein. Oder? Ja. Und das ist so das Geile am Handwerk. Man sieht am Ende des Tages, was man geschafft hat. Und man hat mit seinen Händen gearbeitet. Ist das nicht geil, Freunde? Cool. So, und die Svetlana, sie macht jetzt das. Na schau mal, jetzt hast du eine richtig tolle Decke gemacht. Boah. So Freunde, was sagt ihr? Gut geworden, oder? Also, sagen, ich kann hier anfangen. So, Sandra, entschuldige bitte, aber es musste sein. Das Amt will bespaßt sein. Ja? Alles gut, man muss ja alle immer bei Laune halten. Ja. Hier, ich glaube, ich kann bei dir anfangen. Was sagst du? Du hast sie gemacht? Ja, willst du mal gucken? Sie hat die gemacht? Ja, sie kann sie gemacht. Aber hier ist überall Füllung drin, ne? Ja, alles. Hier ist überall Füllung drin. Ja, dann würde ich sagen, weiß meine Bewerbung, oder? Ich würde sagen, wir machen mal einen Arbeitsvertrag. Ja. Wann kannst du denn anfangen? Ja. Ne? Willkommen Mensch, im Team. Ja. Ich glaube, da wäre mein Chef jetzt nicht so einverstanden mit. Nein, aber schön. Spaß, ja, das ist super. Dann hast du ja sozusagen ein vorzeigbares Ergebnis, voll, das du mit nach Hause nehmen kannst, womit du voll angeben kannst. Und sagen Vielen Dank, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und ich habe es wirklich auch selber gemacht. So, jetzt hast du also Pleasure gehabt hier bei uns, nicht? Und jetzt wollen wir auch was. Ja. Jetzt brauchen wir deine Expertise. Sehr gerne. Ich habe ein bisschen Zeit gehabt, ich habe schon ein bisschen Werkzeug hingeräumt. Wir bringen jetzt ein Waschbecken an. Ja. Kniebedienbar. Ja. Habe ich auch so noch nie gemacht, aber wir kriegen das hin. Genau, jetzt ist die Frage, wie habt ihr denn die Leitung gelegt? Wie es sich gehört? So von unten nach oben, oder? Ja, natürlich. Hier, ich bei dir. Die Leitung kommt aus der Betonsohle. Okay, und dann seid ihr einfach hochgegangen. Würde ich mal so sagen, ne?
tendenziell. Ist das genauso passiert? Ja, natürlich. Ja, nee, ist klar. Ne? Deswegen. Ja, gut, also da ist natürlich. Da ist voll die ganze Leitung, ne? Du Sandra, da machen wir uns nicht heiß. 25. Und? Das spaxeln wir jetzt an und gut ist. Komm, da treffen wir nichts. Wir beten einmal, drehen uns dreimal im Kreis. Ja, ist genau. Also ist genau hier. Im schlimmsten Falle touchieren wir eine Leitung, die muss ja nicht gleich kaputt gehen davon, oder? Also ich meine. Man muss auch mal ein bisschen, man muss auch mal Glück haben im Leben, finde ich. Ja, genau. Haben wie schön wäre es dann für unsere Zuschauer, wenn wir jetzt hier, wenn es jetzt hier rausschießen würde aus ja, der Wand. Ja, für die Zuschauer toll. Das und für die Sandra? Für die Sandra wäre ja. Das schon sehr peinlich und scheiße. So, Befestigung können wir einen Haken drin hinter machen. Haben wir. Jetzt kommen wir zu den schönen Dingen des Lebens. Jetzt hängen wir das mal an. So, machen wir das mal hier schön. In der eigenen Schlosserei gedengelt. Ein Siphon. Das ist immer eine schöne Aufgabe, die ich bei, Vorstellungsgesprächen mache. Okay. Siphon zusammenbauen. Okay. Ich lasse das mal alles noch locker. Ne? Ich ziehe hier nicht mal handwarm an, okay? Ja. So, er kommt jetzt hier drauf. Zack, auf den Widerhaken draufgeschoben. Mit moderatem, aber konstantem Druck. Bisschen drehen nach links, bisschen drehen nach rechts. Und dann ist er auch drauf. So. Blindstopfen ist drauf und damit ist meines Erachtens erstmal der Siphon einsatzbereit. So, wir gucken jetzt mal. Jetzt häng mal an, das Ding. Und? Weich genug. Sandra? Nee, so. Nicht, dass ein Zentimeter fehlt hier. Nee, da fehlt echt was, warte mal. Aber wieso das nicht? Das ist ja crazy. Was, die linke Schraube muss weiter nach links, oder ja, was? Ja, aber wieso? Weil ich das doch gemessen habe, war doch 30. Sondern das geht mir auch einfach oft so. Ja, ich kann es dann ja auch nicht erklären, woher es kommt. Das ist für mich jetzt unerklärlich. Habe ich hier voll in der Schnelligkeit. Und? Das ist ja wirklich crazy. Das ist 30. Das ist ja crazy. Also, wie passt das denn nicht? Fühl dich mal rein ins Waschbecken. Was will das Waschbecken jetzt? Ich muss das Waschbecken fragen, wo es hin muss. Ja. Hättest du nicht einfach ein ganz normales Waschbecken nehmen können? Das ist einfach gewesen. Das ist auch ein Motto meines Lebens. Hättest du nicht das Normale nehmen können, dann wäre es einfacher gewesen. Ja, so passt das dann auch. So wird es passen. Ja? Ja. Freue ich mich gerade. Es ist, es so, ist toll. So, perfekt. Mehr geht nicht. Ich glaube, das ist so lange gedauert. So, aha. Ja. Aha, Freunde. Jetzt macht das hier einen vernünftigen Eindruck, wenn du mich fragst. Ja. Gibt es denn nur Kaltwasser? Ja, natürlich hast du nur Kaltwasser. Nee, das sind doch zwei. Nein, das ist doch für die Knie. Ja, bitte? Ja, natürlich. Hier kann man doch bestimmt. Nein. Nur Kaltwasser? Ja, sicher. Du kannst gleich wieder abbauen. Ach, Quatsch. Das ist doch nur zum Händewaschen, du Pussy. Also ich bitte dich. Okay. Was ist denn los? Das ist doch nur ein Werkstatt. Ja, okay. Hättest du mich vorher gefragt, ne? Hätte ich ein schönes Waschbecken mal gemacht, mit berührungslosen Armatur, wo das voreingestellt ist von der Temperatur. Und dann hätte ich hier schön hingesetzt. Von keinem Wall aus Stahl-Email, wo Sachen reinfallen können, was nicht kaputt geht. So ein Schrott wollen wir nicht. Wir wollen eins, wo wir noch mit der App machen können. Ein ganz normales Waschbecken, mit Hahn, gereicht. Ja, aber hättest du mich vorher gefragt? Ja. Was ist das denn hier noch? Das ist ein Seifenspray. Oh, Freunde. Ach, der ist hier, guck mal. Nein. Das ist ja Profi-Material hier. Okay, so, Leute, jetzt, hier. Jetzt ist ja auch richtig Angst. Ist es fest alles? Jetzt. Seife. Ja. Ich hab richtig Angst. Yes! Es kommt Wasser. Der Papa wäscht sich die Hände. Ja, ja, stimmt. Kalt, aber egal. Geht das auch wieder aus hier? Ach, man muss nur einmal drücken und dann ist das mit so einer Rückfallverzögerung ist das. Eine sogenannte Rückfallverzögerung. Ja. So, wunderbar. So, wir beide hier haben das hier heute hier fabriziert. Guckt euch das an. Es läuft. Ist das nicht geil? Dankeschön, Sandra. Aber es war eine schwierige Geburt. Hallo, lieben Rabauken. Das war mein Tag bei Marco. Vielen Dank für deine Zeit vor allem, für deine kostbare Zeit. Wie ist ja auch, ne? Ich freue mich. Zeit ist Geld. Du warst produktiv. Du hast hier was gemacht. Und vor allen Dingen, dass ich das Nähen so ein bisschen gelernt habe.
glaube, ich würde zu Hause das so als Hobby weitermachen. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich finde, du bist ein echt feiner Kerl. Alles wusste ich ja von vornherein. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie ich mich so geschlagen habe in Sachen Nähen. Abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Tschüssikowski. Und jetzt abschalten.